willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich fahre jetzt zu unserem einzigsten eigenen Feld. Ein bisschen komisch, gell? Ich bewirtschafte gerade drei Felder, aber es gehört mir nur eins. Die anderen zwei sind Pachtfelder. Da habe ich noch eine Ernte frei sozusagen. Eine Ernte, die ich machen darf, bevor es mich weitere Pachtgebühren kosten würde. Also warte mal, was wollte ich anpflanzen? Eigentlich Dinkel, ne? Dann machen wir Mohn. Machen wir Dinkel, komm. Alter, der Trigger hat schon wieder 17% Service. Das ist so schnell, dass wir hier Servicegebühren haben. Bin mal gespannt, ob der Dinkel hier ob das Saatgut ausreicht für die für das Feld hier. Oh ja. Ich habe die Sämaschine ein bisschen neu eingestellt. Das heißt, ich brauche nicht mehr ganz so viel Saatgut. Glaube ich, was den Dinkel angeht. Daher sollte sich das eigentlich ausgehen. Mein Wald musste ich, glaube ich, auch mal wieder ein paar Stämme umhauen mit unserem Scorpion King. So, warte mal, ich könnte mal gerade telefonieren. Klingelingeling. Eber, hallo. Ja,
Folge war ohne. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mal nachfragen, ob Sie schon was beim Herrn Krüger erreicht haben. Bei dem Herrn Krüger? Nein, bisher noch nicht, leider. Das ist schade. Ich dachte, Sie wären ein bisschen aktiver. Ja, ich habe gerade, mir geht's zurzeit nicht so gut, deswegen ist gerade auch, ja. Ach so. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass Sie die Tage wieder Zeit haben und dass es Ihnen wieder besser geht. Weil 100.000 ist ja schon ein Stück. Ja, ich habe von dem Herrn Neumann auch schon was mitbekommen. Wie? Die Wartung bei ihm. Ist das bei dem auch so teuer? Ja. Nein. Ich kann Ihnen sogar sagen, noch teurer. Ja, okay, aber der hat ja auch 1000 Maschinen. War ja letzte Woche, glaube ich, bei ihm. Ja, letzte Woche habe ich die Düngetechnik von mir abgeholt, die Pflanzenschutztechnik. Bei dem steht ja der ganze Hof voll. Naja. Okay, wenn Sie was erreicht haben, dann klingeln Sie kurz durch. Jo. Gut, danke. Er ist nochmal runtergegangen auf 90.000, glaube ich, war letzte Woche. Hat er mir gesagt, ja, wenn ich jetzt sofort bezahle, dann wären es 90.000. Aber habe ich nicht gemacht. Okay. Gut, dann warte ich auf Ihren Anruf. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. So, eine Schnarchnase, ey. Ich dachte wirklich, der ist ein bisschen mehr auf Zack. Aber jetzt kann er gleich eine Sammelklage einreichen. Wenn das jetzt schon bei Neumann auch noch so viel ist. Aber ja, wie gesagt, der Neumann, der hat auch deutlich mehr Gerätschaften als ich. Aber jetzt rufe ich gerade mal den Krüger an. Klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Volker Barone hier, hallo. Guten Tag, Herr Barone. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte eine Frage, und zwar den Xerion 4000. Ja. Wenn man den aufrüstet auf einen 5000, also wenn man dann einen Motorwechsel macht, hat er dann auch eine Frontzapfwelle? Weil mein 4000 hat keine. Da fragt mich gerade was. Müsste ich mich informieren, gebe ich Ihnen Bescheid. Okay. Gerne auch mit Preis dann mal. Ja, mache ich. Boah, danke. Bitte, tschüss. Wieder an. Interessant, er fragt gar nicht nach seiner Rechnung. Soll mir ja recht sein, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? So, das wäre nämlich interessant, ob der 5000er eine Frontzapfwelle hätte. Wobei, die Frage ist, brauche ich das wirklich? Eigentlich denke ich nicht. Ich könnte mal eher in die Fahrzeugscheine reinschauen von den zwei. Achso, die gehört da nicht mehr. Die bringt noch 50. 50.000. Ich denke, für 100.000 kriegt man keine neue Sämaschine. Also zumindest keine, die uns einen Arbeitsvorteil bringt.
müsste ich mal gucken. Warte mal, ich guck mal gerade in den Katalog rein. Eine Sämaschine. Mit Direktsaat natürlich. Die hätte 12 Meter, aber keine Direktsaat. Die Amazone, klar. Also die Amazone wäre die einzigste. Die hätte dann auch 15 Meter, das ist fast das Doppelte. Aber kostet auch 224.000. Ist natürlich erheblich. Erheblich mehr. Müssen wir mal im Auge behalten. Zweihundertvierundzwanzigtausend plus Steuer. Das heißt, dann kommen nochmal 250.000. Würde uns das kosten. Davon kann ich ein neues Feld kaufen. Roggen steigt. Beim Aldi. Mal gucken, wie hoch. Ob sich das dann lohnt. Ja, mit GPS ist das Ganze natürlich eigentlich sogar deutlich langweiliger. Man muss gar nicht mehr so auf die Entfernung achten. Man haut das GPS Anfang der Reihe rein. Ende der Reihe lenkt man raus. Und dann haut man es wieder rein. Es ist deutlich angenehmer, aber auch etwas langweiliger. Ja, so ist es halt, ne? Hat Vor- und Nachteile. Aber ich würde sagen, der Vorteil, dass es angenehmer ist, der überwiegt definitiv. Die Post, Jumai, die Post. Moin. Hi. Jumai, die Post ist da. Na, schickes Ding hier. Kommt der her? Da hinten habe ich sie. Ah, jetzt. Ach, ein Rumäne. Da. Hier mal das Gemeindeblatt und brauchen Sie spezielle Zeitungen oder? Andere Zeitung? Eine andere Zeitung, ja. Was hätten Sie denn? Wie zum Beispiel das Deutsche Evangelium oh. Und das Fan-Evangelium, Evangelium, das gibt es alles. Setz dich in dein Roman und schleich dich um Deutsche Evangelium. Es gibt es halt wirklich. Kann nichts ändern. Ja. Er weiß, dieses Postautochen, das macht dich ja sympathisch, aber stell dich mal dahinter. Da an den. Ja, genau. Ne, ein bisschen vor. Nein. So.
Ja, ein bisschen vor zu mir. Nein, andersrum. Komm mal hier auf die linke Seite. Und dann stell dich mal vor die hintere Türe. Ja, noch ein bisschen vor. Bisschen vor. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Jetzt ein bisschen. Ja. Ich mache mal gerade ein Foto von dir. Jo. Schön. Gemeindeblatt schaue ich mir gleich mal an. Ich habe ja hier noch ein bisschen zu säen. Ja, bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt meine Post persönlich bekomme, ob dann auch mal die Gerichtssachen endlich zuverlässig bei mir ankommen. Weil da hatte Ja. ich. Oh Gott. Das war schon katastrophal. Okay. Und Nicht so gut sonst? gelaufen. Nicht so gut gelaufen. Nee, nee, nee. Katastrophe. Warte mal, vielleicht habe ich es sogar nicht dabei. Oh. Da ist der von Charlie. Nee, habe ich nicht dabei. Was? Gerichtstermin. Ach so, ja, okay. Dauert dann noch ein bisschen. Und sonst, was machst du so? Ja, jetzt habe ich mir meinen eigenen Hof halt. Muss auch noch mit dem Bürgermeister reden, aber der ist richtig bezwingbar. Den Mit dem Bürgermeister haben wir ja Kredit nicht, gell? Im aufzunehmen. Gemeinderat. So. Mit dem Neumann oder mit dem Diesel? Neumann. Ist Okay. richtig bezwingbar mit dem Kredit zum. Ja, ist ja Weil. kein Kapital, ne? Weil ich gehe auf Zuckerrüben und Kartoffeln, auf ja, Erdfrüchte mache ich. Was brauchst du denn so? Ja, halt, ich fange halt erst mit Kartoffeltechnik an und tue mich immer ein bisschen hocharbeiten. Ja, sag doch mal eine Summe, was du so brauchst. Schon 900.000 bräuchte ich schon. Hä? Ja. Dachte, du sagst mir jetzt mal so was Günstiges. Also Fahrzeuge. Ja, irgendwas. Also, was wäre denn, wenn ich dir jetzt mal 50.000 leihe oder so? Hilft dir das schon oder nicht? Für einen Betrag oder Messe Ferguson oder einen, ja, wird es schon reichen. Aber ich habe schon einen Traktor. Ich weiß aber nicht den. Ich kenne mich nicht aus. Warte mal, ich schau mal gerade den Katalog mit rein. Wo sie das letzte Mal mir ja den Traktor gegeben haben. Wo habe ich denn? Stimmt schon. Ist teuer. Wie viel PS hat denn das Ding? Der Messe Ferguson. Nee, Nee, den sie Case, haben den. mir den Case da mal gegeben. Weiß nicht, wo der steht. Das ist halt die Frage. Also ich hab das ganz gut gelöst. Ich habe meine ganzen Fahrzeugscheine habe ich mir eingescannt und habe die auf dem Handy. Können Sie das bei mir auch noch? Ach so, Sie haben ja meine gar nicht. Nee, nee. Ah ja. Gut. Also wie gesagt, ich muss mal gucken, ich müsste. Haben Sie eigentlich gerade sonst noch was zu tun? Weil ich bräuchte noch ein bisschen Hilfe. Zuerst muss ich mir auf der Suche machen, wegen meinem Case. Ja. Ah, der steht bei Wo mir der im wieder. Hof. Der steht bei mir im Hof. Nee. Doch. Da haben Sie doch letzte Woche die Eier verladen. Ah, Hast du doch. stimmt. Ja. Jetzt kommt alles wieder im Sinn. So, ja. Muss ich das noch abholen und dann. Ja. Also ich bräuchte eventuell Hilfe beim Ansäen, beim Pflanzenschutz morgen früh, denke ich. Drüben auf dem 106er Feld, nee, 107er Feld. Und da muss ich noch ansehen auf der 125 auf dem Pachtfeld. Oder 126, was auch immer das ist. 127.
Okay. Können sich auch noch mal ein paar Eier verdienen. Ja, aber ich muss noch zuerst noch die Post austeilen. Die Post muss ich Ja. noch zum Charlie fahren, und dann muss ich noch zum Neumann. Ja. Wie gesagt, wenn Sie fertig sind, dann kommen Sie, rufen Sie einfach mal an, dann sage ich Ihnen Bescheid. Also ich habe auf jeden Fall noch was zu tun. Ich habe noch eine Frage. Wächst dem so. Ja, deswegen was? Wächst dem Stefan Müller. Gott. Ich habe den seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Habe ihn auch angerufen, Mailbox. Ich habe ihn, Ist glaube mit ich, auch dem? schon 2 Wochen nicht mehr gesehen. Weiß auch nicht. Seine Schafe sind bestimmt schon verhungert. Ja, wird Aber er wieder pleite gehen. ist ja nicht Erst mein die Problem. Schaf, die Wollfabrik und dann wieder Ja. Die vom machen alle Windmühle. einen Fehler. Weiß auch nicht. Die sind zu engstirnig, glaube ich, irgendwie. Okay. Ja, guck mal, ich bin schon relativ breit aufgestellt. Ich habe 3 Felder in Bewirtschaftung. Ich habe einen Wald. Ich habe Forst-Equipment. Ich habe Acker-Equipment. Ich habe Transport-Equipment. Ich mache die Palettensache. Dann habe ich noch den Metzger. Oh Gott, Papier, Karton. Ah, viel zu viel Arbeit, ich sag's euch. Ihnen. Dir. Wenn Sie Hilfe gebrauchen, wie zum Beispiel jetzt das Einsenden, das können Sie mir schon fragen jetzt. Und das schon nahe machen. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Ich müsste eigentlich wahrscheinlich den morgen oder übermorgen meinen Roggen verkaufen. Wie gesagt, Okay. drüben muss man noch ansäen, dann muss man Pflanzenschutz drüben aufs eine Feld machen. Also, wenn Sie fertig sind mit Post austragen, dann melden Sie sich einfach. Und ich habe noch gehört, das Gemeindegebäude wurde ja abgerissen, oder? Ja, schon vor ein paar Wochen. Das kommt ja dann wieder in 2 Wochen. 3 Wochen. Ich hab. Wissen Sie? Wissen Ich Sie mehr? weiß nur was von der Planung, mehr weiß ich noch nicht. Oh, okay. Dann bis nachher. Bis später. Tschüssi. Wiedersehen. Tschüss. So. Schönes Ding. So, aber das war's dann auch von der heutigen Folge Wheel Farming. LS19 meets Reality. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.